Am Freitag hat der Unternehmerverband Mecklenburg-Schwerin in Kooperation mit anderen Verbänden seine Mitglieder zum Golfen eingeladen. Die erste UV Business Challenge 2012 wurde auf einer der besten Anlagen des Landes, Winston Golf, ausgetragen. Ein wahrer Profi musste man dabei nicht zwingend sein, doch die Platzreife war Voraussetzung. Der interne Begriff ist nichts anderes als ein Golfführerschein mit entsprechender Stundenzahl von Theorie und Praxis. Gespielt wurde diesmal auf dem 18-Loch Winston Open, dort, wo noch vor wenigen Wochen die Besten aus drei Kontinenten bei den Pond Senior Open ihre Kräfte gemessen haben. Luft ist nach oben, das ist klar. Wie gesagt, das ist das erste Turnier, das wir durchführen. Ich möchte das auch als eine ständige Einrichtung etablieren. Das heißt, dass wir also dieses Turnier jedes Jahr einmal ausspielen. Dazu werden auch die anderen Bundesländer mit eingebunden. Das wird mal in Sachsen stattfinden, das wird mal Brandenburg verantwortlich sein und die Unternehmerverbände. Und so wollen wir das schrittweise nach oben pushen. Mittlerweile gehört Mecklenburg-Vorpommern zu den europaweiten Top-Adressen in der Golfwelt. Ein Trend, der auch zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes kräftig beiträgt.